Hallo ihr Lieben, heute gehen wir in die Kinderbiennale im japanischen Palais in Dresden. Der Eintritt ist für alle frei, aber ihr müsst vorher aufgrund von Corona Karten online auf der Website von der Staatlichen Kunstsammlung Dresden reservieren. István Csakányi ist ein ungarischer Künstler. Er lebt in Düsseldorf. In seiner Kunst sieht man oft viele Hämmer. Mit diesem Werk erzählt er Geschichten vom Aufbau und der Zerstörung verschiedener Sachen. Es geht um Gebäude, aber auch das Leben. In diesem Raum kannst du viele Materialien und Formen entdecken. Design.io ist ein Kollektiv aus Kalifornien. Das ist im Westen der USA. In ihrem Feld werden wir Teil der Natur auf der Projektionswand. Wir können die verschiedenen Jahreszeiten erleben. Bewege dich vor dem Feld. Versuche es mit deinem ganzen Körper in Bewegung zu bringen. Theresa Rothe lebt und arbeitet in Leipzig und Dresden. Das Kunstwerk besteht aus 3500 Kunstblumen. Sie sind aus Seide und kommen aus einer Manufaktur. Das ist ein Ort, an dem Menschen etwas mit den Händen herstellen. Wusstest du, dass echte Blumen Gefühle haben? Sie reagieren auf ihre Umwelt und richten sich danach. Was könnte sich eine Blume für die Zukunft wünschen? Und was wünschst du dir für die Zukunft? Thijs Biersdeker kommt aus den Niederlanden. Er interessiert sich für die Natur und dafür, wie wir Menschen sie verletzen. Bäume sind sehr wichtig für das Leben auf der Erde. Sie erzeugen Sauerstoff, den viele Lebewesen zum Atmen brauchen. Bäume filtern Schadstoffe aus der Luft. Sie sind das Zuhause von vielen Tieren. Laufe durch die Blätter. Hörst du, wie sie klicken? Jeder Ton zeigt, pro Minute werden in Brasilien 11.000 Quadratmeter Regenwald abgeholzt. In der Bibliothek stehen viele Bücher zu den Themen Natur und Umwelt. Hier kannst du dich ausruhen, lesen oder spielen.
Andreas und Hesel wohnen mit ihrer Tochter Hannah in Singapur. Gemeinsam haben sie dieses Kunstwerk geschaffen. Hier kannst du dich und deine Umwelt ganz anders entdecken. Justiniano kommt von den Philippinen. Er interessiert sich dafür, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Er nutzt für seine Kunst Materialien wie zum Beispiel Glas und Spiegel. Damit baut er einen Raum, der eigentlich gar nicht da ist. Wie eine optische Täuschung. Brunnen kennen wir aus vielen Märchen. Welche Geschichten erzählt dir dieser Brunnen? Warum sind diese Dinge dort drin? Wie sind sie reingekommen? David Klarbaut ist ein belgischer Videokünstler. In seinem Film möchte er zeigen, dass Tiere oft wie Menschen dargestellt werden. Das passiert zum Beispiel in Filmen. Da tragen Tiere Kleidung, sprechen und singen. In Klarbauts Video machen sie Sachen wie in der Natur. Die Tiere faulenzen, essen und schlafen. Die Vorlage des Kunstwerkes ist der Disney-Film Das Dschungelbuch von 1967. Kennst du den schon? Mach es dir bequem und beobachte, was passiert. Zwischendurch könnt ihr euch im Palais-Café mit leckeren Sachen stärken. Dort arbeiten sie nach dem Null-Müll-Prinzip. Es war eine tolle Ausstellung. Wir haben ein Abenteuerbuch gekriegt. In dem sind zu den Räumen kleine Texte, wo beschrieben ist, was zu sehen ist. Und es gibt kleine Rätsel, die man lösen kann.